Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Erst heute Mittag haben wir hier im Hohen Haus wieder darüber diskutiert, wie die Mieten in unseren Städten bezahlbar bleiben können. Ein entscheidender Baustein zur Lösung ist, wir haben es heute in der Debatte auch schon gehört, bauen, bauen, bauen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf schaffen wir eine gute Grundlage, um dem Wohnraummangel entgegenzutreten. Neben der Stärkung der Innenentwicklung durch das urbane Gebiet, die uns ganz besonders wichtig ist, erweitern wir auch das beschleunigte Bebauungsplanverfahren auf Ortsrandlagen. Denn alleine durch Innenentwicklung werden wir es nicht schaffen, den Bedarf von bis zu 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr zu decken. Das haben auch die Experten in der Anhörung verdeutlicht. Deshalb geben wir den Kommunen dort und nur dort, wo die Innenentwicklung an ihre Grenzen stößt, ein Planungsinstrumentarium zur Wohnlandmobilisierung, Wohnbaulandmobilisierung an die Hand. Und die Innenentwicklung hat weiterhin Priorität. Der Paragraph 13b war sicherlich, wir haben es auch der Debatte gerade schon entnommen, einer der umstrittensten Punkte in den Verhandlungen. Doch wir haben letztendlich einen Kompromiss gefunden und das Instrument zusätzlich zu den Beschränkungen, die bereits im Text waren, noch mal obendrauf zeitlich eingeschränkt. Um einer möglichen Vorratsbeschlussfassung entgegenzuwirken, muss der Aufstellungsbeschluss im Bebauungsplanverfahren bis zum 31.12.2019 gefasst sein und das Verfahren komplett bis spätestens 31.12.2021 mit dem Satzungsbeschluss abgeschlossen sein. Damit ist das beschleunigte Verfahren eine kurzfristige Antwort, um eine besondere Herausforderung bei der Wohnraumversorgung zu bewältigen und den akuten Bedarf zu decken, meine Damen und Herren. Uns ist bewusst, dass jede Neuerschließung von Bauland die Frage des Flächenverbrauchs aufwirft. Und ich sage auch als Umweltpolitikerin ganz klar, es ist und bleibt unser politisches Ziel, den Flächenverbrauch weiter zu reduzieren. Es ist aber doch auch unsere politische Aufgabe, langfristige Ziele mit den unabweisbaren, akuten Bedürfnissen der Menschen, der Bevölkerung in Ausgleich zu bringen. Gerade wenn das Instrument nicht nur in großen Städten greift, sondern auch in ländlichen Räumen, führt dies zu einer Entlastung der überhitzten Metropolen und Innenstädte. Der Sickerungseffekt kann vielen Haushalten, insbesondere jungen Familien, dabei helfen, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und das ist doch unser gemeinsames Ziel, meine Damen und Herren. Viele Kollegen behaupten immer wieder, dass die Umweltbelange im beschleunigten Verfahren vollkommen unter den Tisch fallen. Da muss man aber bei der Wahrheit bleiben. Das stimmt so nicht. In jedem Fall hat die Kommune die Belange von Umwelt- und Naturschutz in ihre Abwägungsentscheidung mit einzubeziehen. Und auch Öffentlichkeit und Bürger werden beteiligt, aber eben in einem vereinfachten Verfahren, in einer vereinfachteren Form. Die Interessen der Umwelt und der Bevölkerung fallen also nicht vollkommen unter den Tisch. Abschließend möchte ich noch betonen, dass wir mit dem Instrument lediglich den kommunalen Handlungsspielraum vergrößern. Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip, das mir auch immer sehr, sehr wichtig ist, vertraue ich jedoch darauf, dass unsere Kommunen verantwortungsbewusst, auch mit dem Blick Flächenverbrauch, verantwortungsbewusst mit diesem Instrument umgehen. Und ich möchte Ihnen an der Stelle etwas Persönliches sagen. Ich war viele Jahre Gemeinderätin und bin immer noch im Kreistag tätig. Und durch meine Erfahrung aus dem Gemeinderat weiß ich, dass die Gemeinderäte verantwortungsvoll auch handeln können. Und es kann doch nicht sein, meine Damen und Herren, dass wir den Kommunen unterstellen, dass sie ohne jegliches Verantwortungsbewusstsein Baugebiete ausweisen. Das stimmt so nicht, meine Damen und Herren. Weiterhin begrüße ich im Gesetzgebungsverfahren auch, dass wir eine Lösung für das Dauerwohnen in Erholungsgebieten gefunden haben und dass wir hier Rechtssicherheit schaffen. Schön ist auch, dass die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere der Familien mit mehreren Kindern, in die Grundsätze der Bauleitplanung aufgenommen werden. Mit dem Gesetz regeln wir auch einen Aspekt, der mich persönlich auch als ehemalige Europaabgeordnete schon lange begleitet.
Wir stellen die sogenannten einheimischen Modelle auf rechtssicheren Boden, indem wir hervorheben, dass diese dem Erwerb von angemessenem Wohnraum durch einkommensschwächere Personen der örtlichen Bevölkerung dienen. Das ist ein weiteres gutes Signal an unsere Kommunen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was lange währt, wird endlich gut. Das fasst die Verhandlungen zur vorliegenden Baurechtsnovelle sehr treffend zusammen. Daher möchte auch ich mich bei allen Beteiligten, insbesondere beim BMOB, aber auch bei der Opposition für die gute, wenn auch nicht immer einfache Zusammenarbeit in den letzten Monaten bedanken. Doch die langen und intensiven Diskussionen haben sich ausgezahlt und am Ende ein gutes Ergebnis erzielt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als letzte Rednerin spricht Karin Leif für die Fraktion Die Linke.